Das bekannte Zitat, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir, geht auf einen Brief von Seneca an seinen Schüler Lucilius zurück. Aber eigentlich steht das Zitat im Original genau andersherum. Nicht für das Leben, sondern für die Schule lernen wir. Nicht nur an der Schule, sondern auch an der Universität haben viele Studierende den Eindruck, dass sie nur für die Prüfung lernen und nicht für das Leben. Teilweise muss man nur viele Altklausuren des Dozenten lernen, um die Fragen und Antworten für die nächste Prüfung bereits vorher zu wissen und sich so gut vorbereiten zu können. Prüfungen sind wichtig, denn sie sind eine Selbstkontrolle, um zu zeigen und zu überprüfen, ob man das Gelernte wirklich auch auf Papier bringen kann. Dennoch sind sie nicht der Maßstab dafür, ob man dann auch später das gelernte Wissen wirklich im Beruf oder im Leben auch umsetzen kann. Obwohl man viel alleine oder in einer Lerngruppe gelernt hat, kommt doch bei vielen Studierenden kurz vor der Prüfung diese innere Anspannung, Prüfungsangst. Studien belegen, dass ungefähr 25% der Studierenden unter Prüfungsangst leiden. Prüfungsangst ist also wirklich real. Man kann sie zwar nie komplett loswerden, aber man kann etwas dafür tun, um Prüfungsangst zu lindern oder auch zu minimieren. Ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe früher wirklich unter sehr großer Prüfungsangst gelitten. Schon mein Fahrlehrer prophezeite mir in der Fahrschule, dass wenn ich meine Prüfungsangst nicht im Griff bekomme, dass ich später im Leben keine große Prüfung bestehen werde. Auch wenn die Aussage etwas übertrieben war, ganz Unrecht hatte er wirklich nicht. Vor jeder Prüfung, egal ob es Abitur oder im Studium war, ich hatte unheimlich Angst, entweder mich oder andere zu enttäuschen. Es hat auch oft viel mit falschen Erwartungen zu tun, die wir an uns selbst haben oder denken, dass andere Menschen sie an uns stellen würden, egal ob es Eltern, Professoren oder Kommilitonen sind. Daher empfiehlt es sich im ersten Schritt zu überprüfen, ob die eigenen Erwartungen überhaupt realistisch sind. Dabei sollte man wirklich absolut ehrlich mit sich selbst sein. Es muss nicht immer die 1,0 sein. Du musst auch nicht immer unter den besten 10 Studierenden sein. Leg dir aber auch deine Messlatte nicht zu niedrig nach dem Motto 3,8 Hauptsache bestanden. Sei ehrlich zu dir selbst und lerne deine Fähigkeiten und dein Wissen realistisch einzuschätzen. Sei auch nicht enttäuscht, wenn du im ersten Semester vielleicht nicht so gute Noten hast und deine Erwartungen sich nicht erfüllt haben. Sei nicht enttäuscht, sondern lerne von Prüfung zu Prüfung dich besser einzuschätzen und dann auch deine Erwartungen demgemäß dann auch richtig einschätzen zu können und dir die Ziele auch so zu stecken, dass du sie erreichen kannst. Eine gute Klausurvorbereitung beginnt meistens schon in der Vorlesung. Wer da aufmerksam ist, der hat meistens schon mehr als 50% gelernt. Dozenten geben auch ganz oft Hinweise darauf, was klausurrelevant ist. Inhalte, die du nicht verstanden hast oder die schwer zu verstehen sind, kläre am besten direkt mit dem Dozenten oder mit Kommilitonen direkt nach der Vorlesung. Die meisten Dozenten sind auch bereit, nach der Vorlesung direkt Unklarheiten zu klären, wenn man den Mut hat, auf sie zuzugehen und sie danach zu fragen. Beim weiteren Lernen sollte man sich die Zeit auch sehr gut einteilen. Dabei sollte man auch genügend Pausen machen und auch genügend Schlaf haben, was oft sehr viel effektiver ist, als noch die eine oder andere Lerneinheit dazwischen zu schieben, bei der man sich eh noch kaum konzentrieren kann. Auch Sport und andere Hobbys können helfen, um mal auf andere Gedanken zu kommen, einfach mal rauszukommen, sich mit Leuten zu treffen, um dadurch auch neue Kraft für weitere Lerneinheiten zu schöpfen. Der größte Feind beim Lernen kann auch der Perfektionismus sein. Ich zum Beispiel, ich wollte immer möglichst auf alle Fragen in den Klausuren vorbereitet sein und habe dann wirklich sehr, sehr viel Zeit da auch rein investiert. Und es stimmt wirklich, man braucht wirklich relativ wenig Zeit, um 90% des Lernstoffes zu lernen. Und dann für die letzten 10% muss man nochmal fast 90% der Zeit investieren, um das dann auch noch bis zum Perfektionismus zu können. Und da muss man sich wirklich auch fragen, ob das wirklich sinnvoll ist und weise. Daher rate ich wirklich dazu, sich auch die Ziele, die Lernziele sehr gut einzuteilen. Es kann auch hilfreich sein, sich in regelmäßigen Abständen nach jedem Tag oder nach jeder Woche das Erreichte auch mal zu dokumentieren oder in Erinnerung zu rufen, was man schon bereits geschafft hat. Und nicht sich nur auf das fokussiert, was man noch zu lernen hat. Das stärkt das Selbstbewusstsein und hilft auch, seine eigenen Fähigkeiten wertzuschätzen und motiviert dann für weitere Lernphasen und für das, was noch kommt. Bei mir hat auch ein niedriges Selbstwertgefühl zu Prüfungsangst geführt. Ich hatte ständig Angst, andere Menschen zu enttäuschen und ihren Ansprüchen nicht gerecht zu werden. Egal, ob es Eltern, Lehrer oder Professoren waren. Zu
Lange habe ich wirklich geglaubt, dass ich Leistung bringen muss, um akzeptiert zu werden, um einen Wert bei diesen Menschen zu bekommen. Jedoch haben gute Noten nicht dazu geführt, dass mein Selbstwertgefühl sich gesteigert hat. Erst als ich Jesus Christus in mein Leben gelassen habe und ihm vertraut habe, habe ich wirklich langsam gelernt, loszulassen und gesehen, dass mein Wert nicht allein von Leistung kommt, sondern Jesus hat mir einen neuen Wert und eine neue Wertschätzung und ja, eine neue Identität gegeben, die ich durch Leistung nie bekommen konnte. Das konnte ich erst lernen und für mich annehmen, als ich verstanden habe, was Gott aus Liebe für mich getan hat. So bin ich auch Schritt für Schritt von meiner Prüfungsangst losgekommen, weil ich gemerkt habe, dass ich nicht etwas leisten muss, um etwas wert zu sein. Je mehr ich meine Gedanken über mich und meine Mitmenschen Gott überließ, indem ich in der Bibel gelesen habe, wie Gott über mich und andere Menschen denkt, desto freier wurde ich von dieser Prüfungsangst. Ich wusste, dass ich in den Augen Gottes wertvoll war, egal wie meine nächste Prüfung lief oder wie meine Zukunft aussehen würde. Ich konnte mich einfach darauf verlassen, dass sich mein Wert in Gottes Augen nicht verändert, auch wenn ich mal einen schlechten Tag habe und eine Prüfung vielleicht nicht bestanden habe. Mir gab es auch Sicherheit, dass ich vor den Prüfungen allein oder mit anderen Christen beten konnte und so meine Sorgen und Ängste bei Gott abgeben konnte. Dieser Tipp kommt wirklich von Herzen und ist besser als jeder Ratschlag über Selbstoptimierung oder gegen Prüfungsangst. Ich wünsche dir wirklich, dass du diese Erfahrung im Studium auch machst, dass du erkennst, welchen Wert du in Gottes Augen hast und dass du lernst, wie Gott über dich denkt und welche Zukunft er für dich geplant hat. Was Jesus damals gesagt hat, das stimmt auch noch heute. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig seid und von Lasten geplagt. Bei mir könnt ihr euch erholen. Unterstellt euch mir und lernt von mir, denn ich bin wirklich freundlich und zum Dienen bereit. Dann kommt Ruhe in euer Leben.